Hey, ich habe tolle Neuigkeiten für dich. Wir haben einen neuen Kanal namens Faszinierend gestartet. Der Link zum Kanal steht oben in der Beschreibung. Abonniere ihn unbedingt, denn wir werden jede Woche 3 Videos mit allen möglichen spannenden Geschichten hochladen, die du auf keinen Fall verpassen solltest. Hey, willkommen zu einem neuen Video. Manchmal heißt es, dass geheimnisvolle Kräfte unter uns leben. Manche Menschen glauben, dass sie wirklich existieren, während andere glauben, dass böse Geister und Besessenheit nur erfundene Geschichten sind. Im heutigen Video werden wir über die 10 gruseligsten verfluchten Gegenstände sprechen. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Der Blarney-Stein ist ein Stein von Blarney Castle in Cork Island. Einige Leute behaupten, es sei der Stein von Jakob, der in der hebräischen Bibel beschrieben wird. Ein anderer Mythos besagt, er sei der Felsen, aus dem Moses Wasser schöpfte. Die Geschichte um den Blarney Stone ist ziemlich geheimnisvoll. Eine Geschichte besagt, dass er Glück bringt, eine andere, dass er die Menschen verflucht. Um vom Stein gesegnet zu werden, muss man sich zurücklehnen und dann den Stein küssen. Und wenn jemand beschließt, ein Stück des Steins von der Burgmauer zu stehlen, wird diese Person viel Pech in ihrem Leben haben. Mehrere Personen, die dies taten, hatten monatelang Pech und litten sogar unter schweren Depressionen. Nummer 9. Allein der Anblick dieses Gemäldes, auf dem ein Junge neben seiner Puppe steht, jagt einem neuen Schauer über den Rücken. Aber wenn man weiterschaut, sieht man hinter dem Jungen eine Glastür mit vielen aufgedruckten Händen. Der Künstler hinter diesem Kunstwerk ist Bill Stoneham und er hat das Gemälde auf der Grundlage eines alten Fotos von ihm selbst gemalt, als er kaum 5 Jahre alt war. Es heißt, dass die Tür die Grenze zwischen Realität und Fantasie darstellt, während die Puppe den Jungen durch die Tür führen soll. Zunächst schien daran nichts merkwürdig zu sein, bis im Jahr 2000 ein Ehepaar, dem das Bild gehörte, es bei eBay zum Verkauf anbot. Ihnen zufolge wurden der Junge und die Puppe nachts zum Leben erweckt. Ihre Töchter sagen, dass die Puppe und der Junge sich sogar stritten und aus dem Gemälde herauskamen, um ihren Streit in ihrem Zimmer fortzusetzen. Ziemlich gruselig, wenn diese Geschichte wahr ist. Nummer 8. Die Bassano-Vase ist einer der geheimnisvollsten verfluchten Gegenstände, die es gibt. Obwohl sie aus dem 15. Jahrhundert stammen soll, weiß man heute nicht mehr, wo sich die Vase befindet. Den Erzählungen zufolge ereilte denjenigen, der die Vase in die Hände bekam, ein bitteres Schicksal. Die Vase soll ein Hochzeitsgeschenk für eine junge Braut in Neapel, Italien gewesen sein. Der Absender war jedoch unbekannt und die Frau erlebte ihre Hochzeit nicht mehr. Die Bassano-Vase wurde an ein Familienmitglied weitergegeben, das aus mysteriösen Gründen starb. Die Vase ging von einer Familie zur anderen über und auch ihnen passierte das Gleiche. Jahre später interessierte sich ein Apotheker für die Vase und beschloss, sie an sich zu nehmen, doch auch ihn ereilte der Fluch. Wegen ihrer grausamen Geschichte wurde sie sogar von Museen gemieden. Nummer 7. Die Annabelle-Puppe ist wahrscheinlich eines der berühmtesten Spukobjekte der Welt, da sie in einer Reihe von Filmen vorkommt. Die Puppe wurde 1970 von einer Krankenschwester entdeckt, die berichtete, dass sich die Puppe seltsam verhielt. Sie ließ sie auf der Couch liegen und fand sie dann später in ihrem Schlafzimmer wieder. Und sie fand sogar einen Zettel mit den Worten "Hilf mir" drauf. Heute wird die Puppe seit Jahren im okkulten Museum der Paranormalitätsforscher Ed und Lorraine Warren aufbewahrt. Nach Angaben ihres Schwiegersohns, der das Museum leitet, wurde die echte Annabelle in den Filmen genau nachgebildet, mit einem einzigen Unterschied: ihrem Aussehen. Im Gegensatz zu den Filmen, in denen sie als Porzellanpuppe mit großen Augen dargestellt wurde, sieht die echte Puppe völlig unschuldig aus. Aber trotz ihres unschuldigen Aussehens soll ein Geist namens Annabelle in der Puppe leben. Nummer 6. Dieses verfluchte Hochzeitskleid soll einem Mädchen mit gebrochenem Herzen namens Ann Baker gehört haben. Ihre wohlhabende Familie lebte in der Baker Villa in Pennsylvania, die heute ein Museum ist. Die junge Ann Baker verliebte sich in einen der Bediensteten ihres Vaters, doch zum Leidwesen der beiden war ihr Vater absolut nicht damit einverstanden. Ihr Vater war fest entschlossen, die beiden auseinanderzutreiben, was ihm auch gelang, bis er 1848 starb. Kurz darauf besuchte Ann den Mann, den sie liebte, und musste feststellen, dass er bereits verheiratet war. Ann Baker konnte diese Nachricht nicht verkraften und wurde wütend und depressiv. Sie beschloss, ein Hochzeitskleid zu tragen, mit dem sie tagelang in ihrem Haus tanzte, bis sie starb. Die Mitarbeiter des Zeitgenössischen Museums sagen, dass sie das Hochzeitskleid manchmal tanzen sehen und glauben, dass dies der Geist von Ann sein könnte. Nummer 5. Der Busby Stoop Chair, auch bekannt als Deadman's Chair, soll Thomas Busby aus England gehört haben. Es war nicht irgendein Stuhl, sondern Thomas' Lieblingsstuhl.
In seinen letzten Momenten auf Erden beschloss er, ihn mit einem Zauber zu belegen. Es heißt, dass jeder, der sich auf diesen Stuhl setzte, ein frühes Ende fand. Dies geschah mit einer ganzen Reihe von Menschen. Von einem Schornsteinfeger über ein Familienmitglied bis hin zu einer Gruppe von Soldaten, die beschlossen, sich auf den Stuhl zu setzen. So wurde schließlich beschlossen, den Stuhl im Museum von Thirsk aufzustellen, damit sich niemand mehr darauf setzen kann. Nummer 4. Die alten Ägypter glaubten an den Fluch der Pharaonen. Dieser Fluch besagte, dass jede Seele, die das Grab der Pharaonen stört, Unglück erleidet, schwer erkrankt oder sogar ihr Ende findet. Das Grab des Tutanchamun gilt als einer der berühmtesten Flüche überhaupt. Im Jahr 1932 wurde das Grab des Pharaos von dem Ägyptologen Howard Carter und seinem Team geöffnet. Es war ein bahnbrechender Moment für sie, aber 13 Menschen, die dabei waren, starben aus unbekannten Gründen. Obwohl einige glauben, dass der Fluch des Pharaos die Ursache dafür war, sagen Forscher, dass hohe Konzentrationen von Bakterien und Pilzen in der Gruft gefunden wurden. Nummer 3. Mr. Fritz ist eine gruselige Puppe, die derzeit einem Mann namens Michael Diamond gehört. Es heißt, die Puppe habe einem polnischen Kriegsgefangenen mit einer dunklen Vergangenheit gehört. Der Mann beschloss, die Puppe in eine Glasvitrine zu stellen und bemerkte bald, dass in dem Raum paranormale Dinge geschahen. Er beschloss, eine Kamera anzubringen, und was dann geschah, ist ziemlich erschreckend. Die Augen von Herrn Fritz bewegten sich, woraufhin sich die Tür des Glaskastens öffnete. Aufgrund dieses unheimlichen Ereignisses beschloss er, den Glaskasten mit einer Kette zu sichern. Nummer 2. Ein Dibuk ist ein böser Geist aus der jüdischen Mythologie. Es heißt, dass er die Lebenden heimsucht und von ihnen Besitz ergreift. Aber im Fall der Dibuk-Box konnte er auch einem leblosen Gegenstand wie einem Weinschank leben. Die Dibuk-Box wurde auf eBay von Kevin Mannes versteigert, der schrieb, dass er die Box von einem Holocaust-Überlebenden in Polen gekauft hatte. Ihm zufolge erlitten alle Familien, die die Kiste einst besaßen, ein unglückliches Schicksal. Der berühmte Künstler Post Malone glaubt, dass auch er dem Fluch der Dibuk-Box zum Opfer fiel, als er einen Freund besuchte, der die Box damals besaß. Sie öffneten die gruselige Kiste und in nur einem Monat geschahen alle möglichen unglücklichen Ereignisse in seinem Leben. Nummer 1. Der Hope-Diamant ist einer der begehrtesten Edelsteine der Welt. Wer hätte gedacht, dass ein so bewundernswerter Schatz mit einem Fluch behaftet ist? Der Hope-Diamant verdankt seine blaue Farbe einem chemischen Element namens Bor und wird auf 350 Millionen Dollar geschätzt. Doch eine Legende besagt, dass derjenige, der ihn besitzt oder trägt, in seinem Leben viel Pech haben wird. Der Legende nach soll ein Mann namens Tavernier nach Indien gereist sein, um den blauen Diamanten von der Hindu-Göttin Sita zu stehlen. Manche sagen, das sei nur eine erfundene Geschichte, um Werbung zu machen. Mehrere berühmte Persönlichkeiten der Geschichte, die den Diamanten trugen, erlitten jedoch ein bitteres Schicksal. Darunter König Ludwig XEV, der französische Beamte Nicolas Fouché und Marie Antoinette. Heute wird der Hope-Diamant vom National Museum of History in der US-Stadt Washington DC aufbewahrt. Glaubt ihr an Geister und spukende Objekte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.